Hey Leute, und ich habe heute direkt schon mal eine Frage an euch. Habt ihr Lust auf eine Party? Ja, natürlich haben wir Bock hier. Und los! Ah, das war es auch schon wieder. Nein, so, jetzt können wir auch richtig anfangen, wa? So, Breitbild, schön, und jetzt geht's ab hier im wilden Zoo, ne? Ah ja, ich wollte mich jetzt kurz beeilen. Was heißt kurz? Das wird noch was dauern. Na, beziehungsweise, es wird ein bisschen dauern. Also so viel jetzt auch nicht. Ihr wisst noch nicht mal, wovon ich rede. Ist ja auch nicht so schlimm, nein, Spaß. Wir wollen ja hier heute mal unsere Felder anlegen. Unsere... Sehr, sehr schön. Ich kann euch das ja ein bisschen präsentieren. Ich bin ein bisschen heiser. Oh, jetzt schon Tintenfisch abgelagert. Super. Es sind immer gestrandete Wale vorhanden. Super, super, super. Nein, das ist natürlich Greenpeace, ne? Ich will mich im Namen von Greenpeace hier mal entschuldigen. Das war nicht meine Absicht hier. Na, ist auch nicht so schlimm. So, ihr habt keine Ahnung, was ich jetzt hier habe. Was ich hier habe. Was ich hier vorhabe. Oh, ist der da hinten gestorben? Nee. Ich werde hier an den Seiten, die ich jetzt ausblute, werde ich Gras hin tun. Und, Quatsch, Gras. Ist ja schon Gras. Werde ich Sand hin tun. Und innen drin Wasser und, dann diese, hier, Zuckerrohr anpflanzen. Weil es auf Sand schneller wächst. Denke ich mal. Also, habe ich so noch in Erinnerung, nicht wahr? Ja. Ich sehe schon hier vor mir, wenn wir unsere dicke Zuckerrübenplantage haben, irgendwann machen wir auch mal eine Haschischplantage, alles kein Problem, machen wir, machen wir, machen wir. In Patch 1.10.4. Ah! Habt ihr das gehört? Die Clubmusik habe ich mir gerade bei iTunes gekauft. Nicht wahr? Ich hab's ja nicht von YouTube runtergeladen. Nö, nö. So, ich glaube, wir wären soweit. Über mir schwebt eine Fliege. Ich würde euch das jetzt gern zeigen, aber kann ich nicht. Weil sie ist zu schnell. Oh, die Rutsche geht in den Himmel rein. Das finde ich toll. Das sollen wir. Unser nächstes Projekt ist eine Rutsche in den Himmel. Genau. Da hat jeder dran Spaß, ne? Abstimmen in den Kommentaren. Nein, Spaß. Ach, fuck the world. Oh, da komme ich nicht mit hin, oder? Bitte halt mich, lieb mich, fühl mich. Ja, okay. Komme ich mit hin? Super soll das sein. Super. Hab ich mir sagen lassen. Super. So, 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 Joseline, Joseline. So muss das sein, so und nicht anders. Das ist wieder die Logik von Minecraft. Natürlich hängt hier was, natürlich ist da Wasser und da nicht. Super. Da muss noch was hin. Und da muss noch was hin. Dün, 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 dün. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt umständlich mache. So, hat es ja mal wieder geklappt. Ich baue das direkt mal hier vorne an. Wunderbar. Das braucht nämlich Wasser, ist ja logisch. Und oh, ich finde das so geil, ey. Das findest du auch toll, wa? Das findest du toll, ne? Das hättest du auch gern, so eine eigene Plantage. Du hättest auch gern so ein geiles Haus, ne? Ich finde, das sieht cool aus. Ich finde, das hat Style. Also die Jugend von heute könnte sich ja von meinen Schnitte abschneiden, ne? Also ich finde das klasse. Klasse, klasse, klasse. Große Klasse. Ne, das muss ich nochmal wegmachen. Ich bin ein ordentlicher Mensch. Da war noch ein Loch. So. Unsere Plantage haben wir nun. Dann können wir uns jetzt schon mal an die Bücherregale begeben.
Ich glaube, da muss ich nochmal eine Aufnahmepause machen, weil ich habe keine Ahnung, wie man diese Bücherscheiße kraftet. Kraftet? Ich verkrafte das auch nicht. Und, geht das irgendwie so und dann so und dann nochmal so ein Bücherding drup? Nee! Nee! Ey, bin ich gut? Lecco bello. Lecco bello della noce. Haben wir 3, 4, 5. Ach, ich kann abzählen. Ich kann zählen. Juhu. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Leck mich fett. Das ist doch mal geil. Bücherregale ohne Ende haben wir jetzt. Muss ich sagen. Erste Sahne. Erste Sahne. So, jetzt grenze ich das schon mal an. Ihr seht schon, wenn man hier reinkommt. Ah, herrlich. Ein Buch der Wissenschaft. Hm, herrlich, herrlich, herrlich. So, ja. Jetzt fehlen uns Bücher, ne? 2 haben wir nur noch. Ich wünschte mir, wir hätten unten eine Bibliothek gefunden, wo wir dann uns, das, ich kenne das auch schon, ja, selbstverständlich, wo wir uns dann diese Bücher einfach abgezogen haben. Wir haben uns ja von diesen netten Bauernkindern hier, haben wir uns dann einfach mal diese Bücher abgezogen und haben sie wiederverwertet für etwas Besonderes, nicht wahr? Ich verstehe nicht, was dieser Balkon hier bringt, weil diese Geschöpfe eh nicht hier hoch können. Ich habe keine Ahnung, was dieser Grund für diesen Irrsinn ist. Was machst du hier oben, du verrecher Sack? In dieser Zeit, bis dieser Zuckerrohr gewachsen ist, könnten wir schon mal hier die Samen der Ernte eintragen. Ich meine, wir haben auch dicke Samen in der Hose. Aber das spielt ja hier keine Rolle. So. Zack, 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 zack. So muss das gehen und nicht anders. Der Tag wird lang und die Nächte werden kürzer. Was ja logisch ist, ne? Wenn die Tage länger werden, nicht wahr? So, wollen wir mal schnell hier wieder anpflanzen gehen, damit wir nie einen Nahrungsmangel haben. Zack, zack, zack. Wie im Geschwind, wie der Sandmann uns es beigebracht hat. Immer schön die Karotten anpflanzen, obwohl es Brote sind. Weizen ist. So, ich muss aber jetzt mal mich aufs Ohr hauen legen gehen. Aufs Ohr hauen legen gehen. So, super, 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 so macht man das. Genau so und nicht anders. So, wie ging das jetzt nochmal? Einfach rein, ne? Ne, eben nicht. Irgendwie so, ne? Ne. Ne, ne? Jetzt fängt es auch noch an zu schütten. Lecco bello. Achso, es geht ja nicht senkrecht, ne? Das ist ja fatal. Das ist ja fatal. Alles muss raus. Sommerschlussverkauf heute hier mit dem Affe. ja. Ich frage mich immer noch, ob hier Creeper, wenn die Creepers vor meiner Haustür stehen, beziehungsweise vor meinem Fenster, ob sie dann nicht mich erkennen und sich erschrecken und dann in die Luft gehen. Ich frage mich das immer noch. Zu und zu. Nun und ja. Wartet mal, Freunde. Einmal geht noch. Okay, das reicht. Wir fahren fort mit Paragraph 4399 auf das Liken auf ein Danny Burnage Video. Bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Nein, Spaß, ich sag das jetzt nicht. Was ich auch cool finde, ist diese Kombination mit dem Bücherregal an diesen Sitz. Ich finde es einfach genial, wie ich das hier mache. Ich sollte schlafen gehen und mich mal aufs Ohr legen gehen, weil mein Charakter, dieser... Was habe ich eigentlich nochmal? Ah ja, ich habe hier meinen American Man, ne? So, wir müssen jetzt vorsichtig sein, weil meine Spitzhacke, jetzt sterben auch diese Wichser nicht hier. Jetzt sterben sie. La 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 me. Ah, du triffst nicht, du Affe. Was ist das? Schäm dich. Ich glaube, es geht los. Nichts gewachsen. Da muss ich aber, glaube ich, mal nachhelfen. Dun, dun, dun.
Ist der blöd? Der geht immer ins Wasser und dann verbrennt er wieder. Ah, da hole ich mir aber schnell die Sachen. Ganz flott, nicht wahr? So, jetzt wird weiter geerntet, die fleißigen Bienchen. Ich muss aber aufpassen auf diese Creepers. Oh, jetzt hauen die wieder an die Türen, diese Versicherungsverkäufer. Verkäufer. Nicht wahr? Aus dem Osten. Nicht wahr? Oh, sorry, Freunde, für den Rülpser. Aber das war einfach spitze. Der haut schon ab, der Vogel da. Der hat schon keinen Bock mehr. Der zieht aus. Der zieht jetzt nach, wo ziehst du eigentlich hin? Naja, der ist schon weg, ne? So schnell, wie sie auch da waren, sind sie auch wieder weg. Essen wir mal ein schönes Brötchen mit Nutella und mit Salami und Ketchup. Ja, ich esse manchmal Toasts mit Wurst und Ketchup. Leck mich am Arsch, du gehst mir jetzt aber auch auf den Sack, du Fettsack. So, wo ist denn diese Missgeburt? Da, jetzt halt doch mal deine Fresse, ey. Ich hab hier die Macht. So. Na, macht ihr euch ein Date klar oder verkauft ihr Drogen? Ja, schon wieder so ein tanzender Affe da oben, ich sehe es wieder. Ich habe gleich so viel Brot. Die Kacke ist, man muss das ja alles noch craften. Dass es mich abfuckt, dass dieser Vogel mit dieser scheiß Spitzhacke nicht mehr da ist. Der mir die Spitzhacke verkauft hätte für... wo laufe ich eigentlich hin? Bin ich besoffen? Für 10 Emeralds, ne? Wir hätten jetzt so viel Weizen gehabt jetzt, ne? Also jetzt. Wir hätten uns 20 Spitzhacken kaufen können. Naja, so krass jetzt nicht, aber... also ich glaube schon ein oder zwei wären drin gewesen, nicht? Leck mich doch am Arsch! Ne? Aber so, ne, dieser Vogel, der hat ja keine Emeralds mehr. Der geht ja nicht mehr in Höhlen und sucht die, so wie ich. Ne? Ich bin das fleißige Bienchen. Ich gehe die ja immer suchen. Ach, was ist denn da unten wieder los? Habt ihr wieder keine Versorgung? Muss man den armen Schweinen wieder nachhelfen. Wahres Wort. Wahres Wort. Vom Bauer Emmerich. Passt genau. Wahnsinn. Ist das geil. Ja, die anderen Stellen kann man ja nicht bepflanzen. Ich habe ja keine Hacke dabei. Ist das Skelett jetzt mittlerweile gestorben? Oder? Wie sehe ich das? Hier in Fädel, da hat jeder guten Sex. Nur nicht wir. Und das ist wie verhext. So. Man munkelt, dass hier so ein... Oh, hier ist er verreckt. Im Wasser. Ach, unsere Rutsche ist einfach so geil. Wir gehen da jetzt nochmal hoch. Wir gehen da jetzt nochmal hoch. Shit on that fucking shit hier. Dies Sams. Samen habe ich auch in der Hose. Kann ich jeden Tag neu produzieren. Zu Millionen. So. Das Schwein kann ja mitkommen. Wir machen das jetzt einfach nochmal. YOLO. YOLO. Zack, komm, auf geht's, zack. Hier, unsere geile Treppe hoch, ne? Kennt ja jeder. Super, machen wir mal ein paar Fackeln hin. So. Ja, genau so. Die Treppe ist einfach sicher. Einfach sicher. Da möchte jeder mal gern sein. So, dann geht mal hier hin. Geht mal hier hoch. Zack. Dann gehst du hier an die Seite. Gehst diese Treppe hier hoch. Hier ist ein Crafting-Tisch. Wenn du irgendwann mal was brauchst, du willst hier ein Brot craften, nicht wahr? Dann fehlt dir immer ein Oh, ist das geil, wenn du hier einfach so hochgehen kannst. Schnell mal was auffüllen. So. Dann. Waking up is beautiful. When I... Was habe ich denn hier gesehen? Ich sehe wohl nicht richtig. Nein. Ab hoch. Das möchte ich hier klären. Hallo. Ich möchte hier hoch. Gehst du wohl... Na egal. Boah, das finde ich richtig geil. Wenn du hier so rutscht, dann siehst du noch nichts. So richtig, dass du den Abgrund. Aber wenn du hier bist, dann merkst du, ah, hier geht's ab. Guck mal, die Dorfbewohner, die gucken ganz neidisch. Der guckt gar nicht hin, aber egal. Keiner guckt hin, wenn ich hier runterrutsche. Und dann ins Planschebecken. Super rein. Zack, drinne. Herrlich, ich liebe es. Was verkaufst du hier? Ja, ich kaufe jetzt einen Smerald, einen Apfel für einen Smerald.
Nicht wahr? Ja. Gut, Freunde. Dann denke ich, war's das wieder mit dem Part. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, würde ich mal sagen. Ich gehe noch mal kurz ins Haus, ne? Und dann mache ich da wieder einen Cut. Bis dann. Tschüss, Freunde. Habt einen guten Tag. Bis dann. Ciao.